Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge haben wir ja diesen Käfig hier gefunden, den man hier schön oben im Bildschirm sieht. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was weiterkommt. So, man sieht, die anderen laufen gerade runter. Doch. Ich denke, ich muss hin, damit es aufgeht. Du blöder Kopf, du. Okay, der ist weg. Aber da muss noch einer sein. Was war das denn? Alter. Au. So, wir haben ja zum Glück eine... sogar zwei gefunden. Dann nehmen wir wieder Scharfschützengewehr. Und... Scheiße. Ah, oh, voll daneben gezimmert. No. Warum? Ah, Mann. Jetzt halt. Hallo. Möchte den wieder haben. Danke. Mach auf. Ja, so einfach geht das. Also springen tut er ja cool, aber mehr auch nicht. Okay, Entschuldigung. Okay, gut. Da haben wir, glaube ich, alles aufgesammelt. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Schrotflinte 2. Wir haben ja gar nichts ausgegeben und kriegen 2 Schuss zurück. Yeah, sau gut. Nicht, einfach mal nicht. Sau unfair. Alles leer. Das legen wir mal nach unten. Ja, nee, passt. Okay, dann laden wir die auch mal durch. Und jetzt geht's hoch. Dieses komische Gequietsche geht mir auf die Eier. Um es mal salopp zu sagen. Ich weiß ganz genau, was jetzt passiert. Wir gehen da runter und da warten gleich wieder ganz viele Gegner auf uns. Weil halt. Weil das Spiel nicht einfach mal aus einer Laufpassage bestehen kann. Immer nur einen Spieler ärgern. Man schon hier runterspringen muss. Okay, wo müssen wir hin? Ich vermute einfach mal da drüben zu der Leiter, dass wir da hochkommen, genau. Aber das wird nicht so einfach, vermute ich mal. Das wäre nämlich zu leicht, wenn wir das einfach durchlaufen könnten. Oder wir können einfach durchlaufen und es kommt erst danach was. Natürlich auch. Ja. Vor allem,
Die Leiter ist oben. Die müssen wir irgendwie runterbringen. Ich vermute, dass da oben einer kommt. Achso, von rechts können ja gar keine kommen. Sind ja wir hergekommen. Wobei, können, sag ich da jetzt mal nicht. Das Spiel ist komisch. Deswegen kann hier alles passieren. Nix da. Es wäre ja auch zu nett gewesen. Eine Splitze. Warum haben wir da jetzt eine Tür? Das ergibt für mich gerade keinen Sinn, warum wir die Tür zu langsam aufgemacht haben. Und warum da überhaupt eine ist. Und warum die verschlossen war. Ist das vielleicht eine Tür in ein anderes Universum? So. Ich trinke nochmal schnell und dann geht's los. Ich hoffe, dass das Husten nicht so laut auf YouTube kommt. Ich drehe mich extra mal schon weg vom Mikro. Aber man weiß ja nie. Heia! 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 Das klingt nicht gut. Geh wieder runter. Uni alle. Ich geh durch die Tür. Ich geh nicht durch die Tür. Ich geh hoch. Komm. Wir gehen einfach. Komm, weiter. Du schaffst das. Zieh den Hebel. Und los geht's. Aua. Alter, fahren wir langsam. Irgendwie hoffe ich einfach mal, dass wir das so überleben. Wir nehmen uns mal eine Spritze. Nein, bleib doch. Ja, nee. Das war nix. Das ist doch gemein. Gemeingefährlich. Drück einmal X, ja. Ach, das ist aber lieb. Sind die ganzen Gegner einfach weg. Och, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist aber nett. Das erste Mal, dass das Spiel wirklich nett ist. Ich vermute mal, wir brauchen unser Scharfschützengewehr. Nur blöd, dass wir nichts haben. Doch, jetzt haben wir drei. Okay. Wir haben gerade mal alle Munition, die wir finden, eingesammelt. Und
Und jetzt bauen wir uns noch ein paar Bolzen. Explosivbolzen. Ja. Die möchte ich auch bitte gleich auswählen. Einer. Noch einer. Oh Mann, geh doch down. Kapau. Jetzt sind wir gleich down. Das kann nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen. Oh Mist, oh Mist. Nein, 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 nein. So gut anfangen. Das heißt, wir sollten uns eine Sniperkugel auf jeden Fall für die oder zwei für die aufheben. Anders wäre es schlecht. Okay, also wir brauchen die haben wir nicht. Schrotflinte machen wir mal dahin. Scharfschützengewehr. Brauchen auf jeden Fall auch Granaten. Shit, das war ein Fehler. Ich wollte es eigentlich anders drücken. Auf jeden Fall nehmen wir gleich mal eine Spritze. Okay, am Anfang reicht die da. Den einen machen wir da über das Fass kaputt. Den, sobald er da steht. So, einmal. Zweimal. Lad nach, lad nach, lad nach. Das war nichts. Aber der ist weg. Ihr kriegt mich nicht. Und dich auch noch. Bam! So, Ruhe jetzt. Ha, war das nicht gut? Alle weg. Hoffe ich. Wenn man mal die Abfolge weiß, ist das gar kein Problem. Wenn jetzt aber noch welche kommen, haben wir wirklich ein Problem. Ja, wir sollen jetzt einfach runter. Ich möchte aber nicht. Roll doch gleich ganz weg. So. Gehen wir mal zurück. Vielleicht finden wir ja noch was. Wie zum Beispiel
den Waldmeister-Pott hier. 1000. Nee, da geht's nicht rüber. Kann der eigentlich schlittern? Nee. Okay, auf der anderen Seite geht's gar nicht. Durch. Da liegt nix. Hier haben wir ein Autoleinchen. Und da drüben ist nix. Da unten liegt, glaube ich, ein Kartenfragment. So. Wir haben nix. Außer zwei Schuss. Yeah! Richtig gut. Jetzt haben wir mehr. Nämlich wieder für Magnum. Die sind ja wenigstens durchschlagskräftig. Geht er jetzt hin? Kartenfragment 22. Immer noch am Arsch der Welt. Und da tropft der Glibber raus. Einen Kontrollpunkt. Und es wird wieder dunkel. Die gehen also nicht kaputt. Oh. Cool. Geht das nochmal? Oh, cool. Ah! Scheiße. Ah, zu spät. Geht das nochmal? Nee. Auf jeden Fall wieder ein Schlüssel. Etwas schmerzhaft, aber... Ja. Fuchidu. Fuchido. Du. Da, du, da, du. Ja, Doom müsste es heißen. Genau, das heißt ja auch Mountain Dew. Und das heißt dann Fujidu. Brain Energy. Das Bild ist... Ja. Ich weiß nicht, ob ich etwas trinken würde, worauf mein Hirn brennt. Ich glaube, ich höre schon wieder einen Speicherpunkt. Ja. Hier liegt aber auch gar nichts. Wirklich gar nichts, nix. Noch weniger als nix. Hm? Achso. Man sollte noch was einführen, was weniger als gar nichts ist. Also es gibt ja nichts, gar nichts und es müsste noch was geben, was unter gar nichts ist. Sowas wie, ja, arme Sau zum Beispiel. Einfach um zu deklarieren, dass man in dem Spiel wirklich gar nichts kriegt. So. Hallo. Da leuchtet was. Da leuchtet was. Aber gut, das lesen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss und danke dir fürs Zusehen.